Guten Morgen. Ja, wie komme ich auf diesen Titel? Die einen rufen Inflation, die anderen sagen, na und? Ja, wer sind die? Es gab 1923, hier habe ich bei der Google-Bildersuche etwas gefunden vom 29. November 1923. Das war ein Ladenschild, Preis 1 Billion Mark für ein Brot. Guckt euch mal die Nullen an. Ja gut, das war Geldentwertung, Inflation. Die Versicherung, alles, alles, alles Leute, alles Institutionen, die mit Geld zu tun haben, werden ächzen, werden stöhnen, werden darunter zusammenbrechen. Alle Menschen, die Geld auf die Seite gelegt haben, werden stöhnen, werden sehr traurig werden, denn sie haben Geld auf die Seite gelegt. Ja, wie komme ich da drauf? Ich hatte heute Morgen natürlich, wie immer, höre ich meine entsprechenden Kanäle, die sich lohnen. Hier in diesem Fall war es Politik Spezial, Stimme der Vernunft. Muss ich nicht weiter verlinken, kennt jeder von euch. Ich sage ganz bewusst von euch und die anderen, die schauen es eh nicht. Ja, Frontalangriff auf Guthaben deutscher Sparer im Gespräch. Lohnt sich wirklich zuzuhören, das sind 15 Minuten 55. Und zwar Totalangriff auf das Guthaben der deutschen Sparer, sagt der Abgeordnete, der Rundumschlag betrifft jeden, die Geldpolitik der EZB und so weiter und so fort. Das war Dr. Bruno Hollnagel, ein AfD-Mann. Ja, rettet die deutschen Spareinlagen durch eine Parallelwährung. Das war ein Antrag, den er im Deutschen Bundestag gestellt hat oder die AfD gestellt hat. Ja, das sind Leute, die wirklich noch ein bisschen ans Geld denken. Was ich von Parteien halte, habe ich schon überall gesagt und das ist auch nicht das Problem, aber den Gedanken, den möchte ich in diesem Fall wieder aufgreifen. Aber jetzt könnten viele von euch sagen, und betrifft mich eh nicht. Nochmal ganz kurz dazu eine kleine Geschichte. Meine Uroma, die ist damals auch betroffen gewesen von dieser Inflation, aber sie war Beamtenfrau. Mein Opa war Lokführer und Beamter der Deutschen Reichsbahn. Und doch, mein Gott, man bekam das Geld ja so und wenn es dann eben nichts mehr wert war, bekam man am nächsten Tag das Doppelte. Meine Oma war mehrfache Billionärin und Milliardärin und sonst was, alles innerhalb von ein paar Tagen. Klar, warum? Das Geld war nichts mehr wert. Aber das war ja nicht schlimm, denn man bekam ja stets immer nachgeschoben. Ne? Und wenn es nichts mehr wert war, gab es am nächsten Tag wieder mehr. Ein Positives hatte es. Mein Uropa ist damals zur Bank gegangen, hat gesagt, ich habe noch 3.000 Reichsmark bei euch Schulden. Ich möchte alles zurückzahlen. Das hat er mit einem 1-Millionen-Markschein damals schon gemacht. Und die Bank musste zähneknirschend das Haus damit entschulden. Er hat gesagt, ihr müsst doch nicht rausgehen. Es lohnt sich eh nicht drüber nachzudenken. Aha, es kam ja noch viel schlimmer. Es ging dann in die Billionen. Millionen, Milliarden, Millionen, Billionen. Ich möchte bloß mal daran erinnern, an die Reihenfolge der Nullen. Gut. Ja, ausgehend von diesen Worten dieses Abgeordneten sind mir natürlich noch weitere Gedanken in den Kopf geschossen. Und zwar hatte ich, ach, das war irgendwann im letzten März. Ich verlinke euch das. Hatte ich mal überrechnet, und zwar wie viel Menschen in der Bundesrepublik und woraus die sich zusammensetzen, wie viele Menschen von den Arbeitenden bezahlt werden. Und zwar sind das 6,2 Millionen Menschen. Die erhalten ein Drittel unserer Steuern. Und ich schrieb dahinter keine Chance. Das sind die Menschen, das sind die hier. Öffentlicher Dienst, Beschäftigte in der Art des Dienstes und so weiter und so fort, Pensionäre, Witwen, Waisen, nach Beamten- und Soldatenversorgungsrecht und die anderen Ebenen dazu. Das sind die einen. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt dann noch die, ja, wie nennen sie sich, NGOs, ne, die ganz wichtigen und so weiter. Alles aus Steuermitteln bezahlt. Euch fällt da wahrscheinlich noch viel mehr ein. Jetzt hatte ich ja in diesem Video hier, das war vom 12.3., da bin ich ja auf den, ja, auf den Anteil und auf die Bevölkerungszusammensetzung eingegangen und ich zitiere kurz nochmal daraus und ihr macht euch dann eure Gedanken und dann habt heute noch einen schönen Pfingsttag beziehungsweise habt eine gute Zeit. Also, das war mit aus dem Buch IQ ist nichts, Unbildung alles. Ich habe damals eine erste Lesung gemacht, das waren immerhin auch 8 Minuten. Also, kurz daraus nochmal aus der Lesung die Lesung. Nehmen wir das Gegenteil von einem Vernünftigen. Dieser Mensch möchte mehr Geld ausgeben, als er hat. Und dieses Geld ohne Gegenleistung erhalten. Dass andere für ihn mitarbeiten, scheint er sogar als gerecht zu empfinden. Nanu, wie kommt er dazu? Geduld. Jeder Vernünftige
fleißig und sparsam. Weiß er doch, dass ihm der Fleiß sein Fortkommen und die Sparsamkeit ihm das Überleben in kritischen Situationen sichert, weil er das Ersparte dann gebrauchen kann. Der Unvernünftige wird in Krisensituationen zum Vernünftigen gehen, um seinen Anteil am Ersparten einzufordern, weil er auf die Mitmenschlichkeit des Vernünftigen setzt. Sollten Sie, lieber Leser, mir bis hierhin nicht folgen, dann legen Sie das Buch beiseite oder macht das Video aus. Wenn Sie dennoch weiterlesen, werden Sie mich zutiefst hassen. Ja, dann wissen wir, das sind die einen, die so und so reagieren, und das sind die anderen, die entsprechend anders reagieren. Und wie war es doch? Nee, schade. Hier war es nicht. Na, es gibt Leute, ja, die wollen dann absolut zum anderen Lager gehören oder zum einen Lager gehören, wie auch immer. Gut, also, alle guten Wünsche. Denkt drüber nach. Die einen wird es nicht betreffen, ne? Und die anderen, die wird es betreffen. Einfach drüber nachdenken. Hinterlasst ruhig die Kommentare, gerne. Aber was alles nicht zum Thema kommt, das nehme ich unter der Kategorie Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Bloß hier, um seinen Wut loszulassen, dafür sind die Videos nicht da. Also, ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüss, tschüss.